mit einer Weltkugel, einfach damit Sie sehen, auch die eingangs gestellte Frage, wenn Sie einmal klicken wollen, Herr Bach, bitte, dann sehen Sie an dieser Weltkugel, alles hängt mit allem zusammen. Sie sehen ungeheuer viel Wasser, das heißt, Marinestreitkräfte wird man brauchen, man wird Luftstreitkräfte brauchen, sogar Satelliten, wie Sie sehen, gucken hier drauf auf diese Erde und irgendwie hängt das ja alles miteinander zusammen und man kann nichts separat sehen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass eingangs jemand sagte, wenn Sie Folie 2 nehmen, innere Sicherheit, ja, innere Sicherheit gehört natürlich dazu, ist ein Teil der Sicherheit. Aber heute ist nun mal Trump gegangen, wie Sie vielleicht sehen konnten. Und das nächste Bild zeigt die neue Besatzung mit Harris, Herr Bach, bitte, mit Kamala Harris und Joe Biden als der neu vereidigte Präsident, wie ich gerade auch gesehen habe. Und die beiden anderen, Trump und Pence, sind gegangen unter, sagen wir mal, stilistisch unfeinen Methoden. Aber das habe ich nicht weiter zu bewerten. Er ist gegangen und damit ist gut. In der nächsten Folie sehen Sie, dass wir in den letzten gut 10 Jahren eine fundamentale Veränderung haben. Wir haben ganz links dargestellt die Finanzkrise gehabt, von der wir uns einigermaßen erholt haben. Das war nur Geld. Es war unblutig, nur Geld. Dann sehen wir Syrienkrieg. Wir wissen in der Mitte Europa nicht genau, was wir wollen. Wir haben Ukraine-Krieg 2014, die Wegnahme der Krim. Wir haben unendlich viele Flüchtlinge. Das Thema Flüchtlinge und Migration ist ja ganz oben und es berührt Sicherheit und ganz rechts. Das Bild so einfach nur schlaglichtartig darstellen. Und wir haben die Digitalisierung seit ungefähr 13 Jahren, seit 2007 genau genommen, weiß jeder theoretisch alles, weil er pausenlos auf seinem Handy irgendeine Mitteilung mitkriegt, wo irgendwas passiert ist. Das nächste Bild bitte. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass eine Krise normal ist. Irgendwo brennt es immer und Sie kriegen das immer als Information mit. Wir alle als Deutsche, als Europäer, als Staatsbürger allgemein. Nächstes Bild bitte. Diese Konflikte, die ich nicht einzeln ausspreche, angesprochen worden, Armut hat die eine Arbeitsgruppe unten, Poverty, angesprochen. All diese Konflikte sind nun mal überall auf der Welt vorhanden. Und die bedrohen uns irgendwie alle in irgendeiner verschiedenen Form. Terrorismus, gescheiterte Staaten, Flüchtlinge, organisierte Kriminalität, Cyberattacks, ganz normal, also ihr System wird gestört, alles was Neues. Und das macht deutlich, kein Land alleine kann mit allen Konflikten gleichzeitig auf der Welt zurechtkommen. Das heißt, man braucht immer Partner und Freunde, mit denen man sich gut versteht und etwas gemeinsam schaffen will. In diesem Fall Frieden und Sicherheit. Gemeinsam schaffen. Alleine schafft es schlichtweg keiner. Das ist eine gewisse Erfahrung. Und hier hat jemand gesagt, ich habe in meinem Leben nur Frieden erlebt. Ja, ich auch nur, bis ich in die Einsätze ging. Bis zur deutschen Einheit war nur Frieden. Und danach waren wir pausenlos im Einsatz. Es ist ein Paradoxon. Nächstes Bild bitte. Die Welt heute, wie Sie sehen auf diesem Bild oder dann auch auf dem nächsten, ist befasst mit Corona. Wir sitzen alle in Homeoffice oder zu Hause. Wir sind eingeschränkt. Wenn Sie das nächste Bild zeigen, Herr Bach, bitte. Sie sehen diese Punkte. Die ganze Welt ist davon betroffen. Es schränkt uns ungeheuer ein und hat enormen Einfluss auch auf Sicherheit und den Zustand unserer Staatenwelt. Also hier etwas völlig Unkriegerisches, wenn Sie so wollen. Einfach nur eine Krankheit. Nur mit unendlich viel traurigen Geschichten. Zigtausend Familien sind betroffen, zigtausend Tote auf der Welt. Es ist geradezu fürchterlich, eine verheerende Opferflut, fast so groß wie in einem Krieg. Fürchterlich. Nächstes Bild bitte. Und wir werden erleben, Sie sehen das viele Rote, das muss man untereinander scheiden. Wir hatten diese großen Gebilde, Europa, Russland, Amerika und China kannten wir. Aber jetzt ist ein Wettbewerb entstanden, der kann sich auch blutig entwickeln. Wir haben eine aufstehende Macht, eine Hightech-Macht, die enorm stark ist, die ein enorm riesen Militär ist und die ein Hegemoniestreben, also ein Machtstreben veräußert, was uns eine gewisse Sorge bereitet. Und das Ganze nennt man Great Power Competition. Also weder Europa hat da großen Einfluss drauf, noch Russland. Das ist hier im Grunde eine Auseinandersetzung, die am Horizont steht zwischen China und den USA. Nächstes Bild bitte. Das will ich nur zeigen, da befinden wir uns. Schon 2019, vor 2 Jahren, hat die New York Times dieses Bild gebracht.
Sie haben sich in der Wolle, und das hat was zu bedeuten, auch mit dem Präsidentenwechsel heute. Nächste Bild. Man redet in der Geopolitik darüber, der Black Swan oder der weiße Elefant, der im Raum ist, also was jeder sieht, aber keiner darüber sprechen will. Und in dem Konflikt, der sich abzeichnet am Horizont, sehen Sie im nächsten Bild, Herr Bach, bitte, sehen Sie, es geht im Kern um Taiwan. Und wir nennen das ja ein Land, ein System. Das ist ein bisschen irreführend, denn wir wollen eigentlich ein Land, zwei Systeme. Wir wollen Taiwan demokratisch sehen. Wir wollen Hongkong gerne demokratisch sehen. Und das ist schwierig, offensichtlich. Und daran wird sich das entfalten, dieser sogenannte Konflikt, der im nächsten Bild, bitte Herr Bach, sich letztlich in der Frage darstellt, geht es um Demokratie oder um ein autoritäres System? Welche Geschäftsform, wenn Sie so wollen, welche Lebensform gewinnt? Darum geht es im Kern zwischen Amerika und China. Und ob wir wollen oder nicht, wir hängen da mit drin. Genau wie mit der Pandemie. Wir hängen da irgendwie mit drin und müssen uns erklären. Nächste Bild, bitte. Diesen Sturm auf das Kapitol, schrecklich, am 6. Januar haben wir gesehen. Nächste Bild. Nochmal von einer anderen Perspektive. Nächste Bild, bitte. Und dann bin ich bei Afghanistan. Der Angriff auf das World Trade Center war der Auslöser, weil jemand aus der Fragestellung gesagt hat, woher wissen wir überhaupt, wann, wo wir hingehen und was passiert. Ich will das nächste Bild nochmal zeigen. Das kennt also jeder, die beiden Flugzeuge, die da reinfliegen. Und da muss ich jetzt einen Schritt zurückgehen und sagen, wie entwickelt sich der Einsatz? Diese Frage ist gestellt worden. Nächste Bild bitte, Herr Bach. Dann gibt es die NATO als Verteidigungsbündnis der Nordatlantischen Allianz. Dafür steht NATO, North Atlantic Treaty Organization. Also dieser NATO-Club, wenn Sie so wollen, betrachtet sich als eine Einheit. Und diese 30 Mitglieder sagen, ein Angriff auf uns, auf einen Staat, wird betrachtet als ein Angriff auf alle Staaten. In diesem Fall, das nennt man Artikel 4, man berät dann gemeinsam. Nach Artikel 4 ruft ein Staat, ich bin angegriffen worden, dann kommen die anderen 29 zusammen, man sitzt in Brüssel, man tagt und sagt, ist das hier ein Angriff oder was ist das? In diesem Fall haben die Amerikaner den Artikel 4 benutzt, bei 9-11, ziemlich genau vor 20 Jahren, und haben gesagt, wir sind angegriffen worden. Dieser Angriff auf das World Trade Center und sonst wo ist als Angriff gewertet worden von allen 30 Nationen. Und nach dem Artikel 5 hat die Amerikaner daraufhin gesagt, gut, wenn das alle so sehen, dann ist es ein Angriff auf uns. Wir lösen den Bündnisfall aus. Wir brauchen eure Unterstützung bei allen folgenden Maßnahmen. Und daraufhin haben sich 40 Nationen beteiligt, also mehr als die NATO hat. Nämlich Nicht-NATO-Mitglieder, wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, haben mitgemacht. Und Peter Strupp war damals unser Verteidigungsminister, der hat diesen Satz geprägt, Deutschland wird auch am Hindukusch vertreten, verteidigt. Vor 20 Jahren. Also die Reihenfolge ist, es muss was passiert sein. Es müssen 30 Nationen einstimmig zustimmen, es ist was passiert. Dann gibt es Gegenmaßnahmen. Dann gibt es eine UN-Debatte. In der UN wird ein Mandat verteilt. Alle müssen zustimmen. Das war die Frage, ob wir reingehen dürfen ins Land. Und dann geht man rein, ein Tag der Bundestag. Das nächste Bild in der Reihenfolge. Das sind die Aufträge, das überspringe ich jetzt mal. Das können wir später in den Fragen machen. Gehen das nächste Bild bitte. Dann geht es in den Bundestag. Jetzt habe ich natürlich ein neues Bild genommen von unserer Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann wird das im Bundestag vorgestellt, das Vorhaben, in diesem Fall Afghanistan, eben hätte Peter Strupp da ein Bild sein müssen. Und dann wurde das diskutiert und dann stimmen alle Parteien zu oder stimmen nicht zu. Auf jeden Fall geht man im Bundestag, um eine Mehrheit zu haben, wegen der Opfer, der möglichen Opfer, auch diese Frage ist gestellt worden, wegen der möglichen Konsequenzen, wegen der Gelder und wegen der enormen Belastung, die es bedeutet. Das ist so wichtig, deswegen ist das nicht eine Entscheidung am Schreibtisch irgendwo mal schnell gemacht, sondern nach langer Diskussion, was immer lange heißt, wird das debattiert. Der Angriff war September 9-11 und eingesetzt wurden wir direkt im Januar, also ein Vierteljahr später. Nächstes Bild. Und das sind die Einsatzgebiete der Bundeswehr heute. Afghanistan sehen Sie ganz rechts, das nennt sie RS, steht für Resolute Support, so heißt die Mission inzwischen. Im Kosovo
in Mali und in Südsudan. Das sind wohl die bekanntesten. Herr Bach, wenn ich Sie bitten darf, das nächste Bild kurz zu zeigen. Jeder Auftrag dieser Einsatzgebiete, wie Sie an den kleinen Bildern erkennen können, hat eine unterschiedliche Herausforderung. Mal ist es heiß, mal ist es kalt, mal gibt es verschiedene Bevölkerungsgruppen. Jedes Land ist anders, hat eine eigene Logik, eine andere Zusammenarbeit mit den zivilen Seiten. Also jedes Land, jeder Einsatz ist anders und jedes Land hat eine unterschiedliche Bedrohung, worauf unsere Soldaten vorbereitet werden müssen. Im nächsten Bild, bitte, Herr Bach, sehen Sie die kleinen Zahlen. Das ist aktuell, Sie sehen Dezember, also ein Jahr alt. Das sind etwa die Zahlen, knapp 5.000 jetzt im Einsatz. In Afghanistan, in der Höchstzeit waren wir 5.000 allein in Afghanistan. Da hatten wir aber auch Mali nicht. Also die Größe des Kontingents bestimmt jede Nation souverän für sich. Und jeder sagt sich, was ist angemessen. Und da will ich Ihnen gerne mal ein Beispiel sagen, worauf die deutsche Politik immer in etwa Wert legt. Wir wollen in etwa gleich stark, gleich groß sein wie Großbritannien und Frankreich. In etwa gleich groß, auf keinen Fall stärker. Und wir wollen in etwa gleich groß sein, auch wie Polen. Also so in etwa ist das recht. Wir wollen nie so groß sein wie Amerika, können wir auch gar nicht. Aber wir wollen auch größer sein als die Schweiz. Also irgendwo so ist das Mittelmaß und da muss man sehen, je nachdem, wie es die Politik sagt. Mit dem nächsten Bild sehen Sie dann die Einsätze, so die heutige Zahl. Also in Afghanistan sind es zwar 1380 heute. Sie sehen auch einen Hubschrauber, der noch fliegt, weil das angesprochen wurde, ob die Einsatzbereitschaft noch gut ist. Den Hubschrauber, den Sie dort sehen, haben wir jetzt dort nicht mehr, weil die letzten zwei unsicher schienen. Wir haben jetzt kleinere Maschinen dort. Sie sehen, dass wir in Jordanien den IS von Jordanien aus knipsen und fotografieren und Aufnahmen machen. Wir sind noch im Kosovo, wir sind im Mittelmeer, die Marine vergisst man sehr gerne. Nächstes Bild, bitte, zeig anderes. Wir sehen, dass wir in Mali eine Trainingsmission haben mit 152. Wir haben das Mali MINUSMA-Kontingent, das ist eine UN-Mission. Sie sehen die blauen Kappen rechts mit knapp 1000 Mann. Wir sind im Libanon mit gut 100 Mann und wir sind noch im Horn von Afrika. Also unterschiedliche Aufträge, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Trainingsansprüche und unterschiedliche Gefahren, wie Sie erkennen können. Nächste Bild, bitte. Sie sehen da noch im Sudan und so weiter und so weiter. Also jedes Land ist anders und herausfordernd und jedes, kann ich Ihnen sagen, nachdem ich ein Jahr im Container gelebt habe in Kabul, ist unterschiedlich anstrengend und es ist anstrengend. Nächste Bild, bitte. Wir arbeiten natürlich mit CIMIC, zivil-militärischen Gruppen zusammen. Sie sehen hier einzelne aufgeführt, denn es geht immer darum, dass es den Menschen mit dem Einsatz auch spürbar besser gehen soll. Es soll ja nicht schlechter werden, sondern es soll spürbar besser werden. Und meine Co-Rednerin, auf das Referat freue ich mich, wird dazu Stellung nehmen, insbesondere. Also die zivile Seite, der zivile Aufbau gehört ja dazu. Wie wir sagen bei den Einsätzen, zerstören kann jeder. Aufbauen ist das Kunststück. Und um aufzubauen, brauchen wir ein stabiles Umfeld. Das ist die Arbeitsteilung grob. Die Soldaten schaffen ein sicheres Umfeld und die zivile Seite baut auf, weil das können die Soldaten in der Regel nicht so gut. Nee. Nächstes Bild bitte. Also da nochmal anders dargestellt, wie sein Mosaik. Die zivil-militärische Zusammenarbeit läuft in den Einsätzen eigentlich gut. Nächstes. Ich glaube, ich bin schon durch. Und Querschnittsaufgaben, die sehen Sie hier aufgeführt. Es geht immer um Integritätsbildung, also eine gute Regierungsführung, keine Korruption. Es geht immer um Frauen und Kinder im Einsatz, in den Ländern, dass man sie schützt. Es geht darum, wie in der Mitte oben deutlich wird, bewaffnete Kinder zu nicht zu machen und im Großen und Ganzen die zivile Bevölkerung zu schützen und natürlich auch das Land, die Wertschätzung des Landes zu respektieren und zu achten. Also, dass man die Denkmäler erhält und das Land erhält und nicht zerstört, wie es die Taliban gemacht haben. Das ist so grob der Überblick. Ich schließe mit dieser Folie. Entscheidend ist Vertrauen und Zusammenarbeit. Das Land, die Bevölkerung muss einen mögen, muss einen aufnehmen wollen, die ausgestreckte Hand annehmen, dann kann ein Erfolg werden. Zur Dauer will ich abschließend sagen, wir sind jetzt 20 Jahre da
Und ob wir das erreicht haben, unsere politischen Ziele oder nicht, das können wir ja nachher diskutieren. Aber auch spätestens nach 20 Jahren muss man schon mal überlegen, wann ist die Zeit gekommen, dass Schluss ist. Nicht? Für diejenigen, die mal zur Schule gegangen sind, irgendwann fliegt man von der Schule, weil entweder hat man den Abschluss oder nicht. Man kann nicht 1000 Jahre auf der Schule bleiben. Bei der Universität ist es auch so. Üblicherweise macht man eine Prüfung und ist dann fertig oder nicht fertig. Aber man verlässt das. Und wir müssen das bei Einsätzen so ähnlich machen. Man muss festlegen, was man erreichen will, gemeinschaftlich mit dem Land, mit der Bevölkerung, mit der Regierung, wo man ist. Und dann sagen, haben wir erreicht und jetzt gehen wir. Und wir lassen das Land natürlich nicht alleine, war auch eine Frage, sondern mit Diplomatie, mit weiteren Mitteln, mit Goethe-Institut, you name it. Es gibt tausend Möglichkeiten, das Land bei der Stange zu halten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen und Antworten.